Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und am Ende dieses vom Ukraine-Konflikt dominierten Abends bei Fellner Live, jetzt auch ein vom Ukraine-Konflikt dominiertes Streitgespräch zwischen Gerald Gross und Sebastian Born-Mehner. Die beiden am Tisch, die beiden sozusagen doch sehr weit auseinander in dieser Frage. Ich kann mich an unsere Diskussion vor einer Woche erinnern. Lieber Gerald, da bist du aber ordentlich auf der falschen Seite, man könnte auch sagen auf der russischen Seife gestanden und aber schwer ausgerutscht mit deinem Putin-Verständnis. Du sagst, du bist ein Putin-Versteher und du hast vollstes Verständnis für Putin und dass er sich gegen die Aggression des Westens, sprich der NATO und der Amerikaner, wehrt. Das ist jetzt nicht mehr ganz deine Meinung, hoffe ich, oder? In einem Krieg stirbt zuerst die Wahrheit, dann die Meinungsfreiheit und die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht, dass ich mein Verständnis für Krieg oder für Putin ausgedrückt hätte, sondern dass ich die Gründe, die zu Krieg führen, nachvollziehen kann. Kein Mensch kann einen Krieg befürworten. Der Krieg ist entsetzlich. Tote, Zivilisten, arme, alte Menschen, Kinder. Ich kenne keinen vernünftigen Menschen, der diesen Angriffskrieg gutheißen kann. Niemanden. Ein Krieg ist immer verbrecherisch. Und das hat sich Gott sei Dank im 21. Jahrhundert durchgesetzt. Aber jetzt dazu. Man muss um aus einem Krieg rauszukommen, muss man nachvollziehen können, welche Gründe zu Krieg geführt haben. Ob sie verständlich sind oder nicht, das sei vollkommen dahingestellt. Man muss nachvollziehen können, was hat zu Krieg geführt. Und zu Krieg hat zweifelsohne geführt, dass die Europäische Union, der Westen, die letzten 30 Jahre es nicht verstanden hat, Russland als Teil des geografischen Europas in eine europäische Sicherheitsarchitektur einzubauen. Dass es der Westen nicht verstanden hat, Sicherheitsbedenken der Russen auch ernst zu nehmen. Auch diese Gründe, die ich nenne, sind keine Gründe für Krieg, Tod und Terror. Noch einmal, das ist Faktum. Wenn du aber aus dem Krieg herauskommen willst, musst du es nachvollziehen können, was dazu geführt hat, und musst du die Gründe beseitigen können. Und ein Grund ist sicherlich, dass die Ukraine in ihrer Verfassung festgeschrieben hat, vollkommen verrückt in Wahrheit, unabhängig, dass meine Solidarität mit dem ukrainischen Volk gilt, dass sie der NATO beitreten möchte. Und ich sage, Freunde, wir sind in Europa, wir haben einen Konflikt in Europa und wir brauchen keinen Einflüsterer des Kremls, wir brauchen keinen Einflüsterer aus der NATO. Wir müssen mit dem Konflikt selbst fertig werden. Wir müssen für einen Waffenstillstand sorgen und wir müssen für nachhaltigen Frieden in dieser Region sorgen. Aber lieber Gerald, jetzt hast du letztes Mal hier ausdrücklich gesagt, du bist ein Putin-Versteher. Die Definition Putin-Versteher wirst du von mir nicht finden. Du hast Verständnis für Putin, hast du hier in Ich habe Verständnis, ich habe Verständnis für die Gründe, ich kann es nachvollziehen, ich verstehe die Gründe, die zu Krieg führen. Wiewohl ich kein Verständnis für den Krieg habe, ich weiß, das ist schon schwer in einem Medienkrieg, aber es ist zu unterscheiden. Einen derartig wahnsinnig gewordenen Diktator haben, der hier einen brutalen Aggressionskrieg Ich habe kein Verständnis. Der auch noch mit Atomwaffen droht und von dem CNN mittlerweile sagt, der Mann ist verrückt geworden. Ich habe kein Verständnis für den Krieg und ich habe kein Verständnis für Despoten. Ich hatte auch nie Verständnis, dass die NATO in Libyen einmarschiert ist oder in Darum Syrien einmarschiert nicht. Ist. Nein, es geht nicht um Libyen. Wir diskutieren jetzt über Putin und Ukraine. In einem Bereich, da nehmen wir unsere Ehrgeiz zusammen und sagen, das gehört jetzt verteufelt und auf den anderen Augen waren wir immer blind. Das ist mir vollkommen klar. Bitte. Das Libyen hat uns nicht interessiert, das Syrien hat uns nicht interessiert, der Irak hat uns nicht interessiert. Wir haben es auf beiden Seiten mit Kriegsverbrechern zu tun. Und die Ukraine und Europa ist das Opfer eines Kriegsverbrechens. Du kannst doch den Herrn Zelensky nicht als Kriegsverbrecher bezeichnen. Bist du noch bei Trost? Ich habe von der NATO
gesprochen, guter Mann, du musst einmal mir zuhören. Ja, die sind nicht einmal aktiv. Kriegsverbrecher, die haben seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr geführt. Zum Zelensky sage ich, er ist ein wunderbarer Held. Ich nehme das auch zur Kenntnis, dass er jetzt der Held auch der Medien ist. Vor einem halben Jahr war er noch der Korruptionist, der 1 Milliarde Euro an Schwarzgeld in Miami gebunkert hat, in Offshore-Konten. Das war der Zelensky. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung, aber es ist wurscht, das brauchen wir gar nicht mehr erwähnen. Die Wahrheit wird im Krieg geboren. Aber jetzt eine kurze Frage, Wolfgang. Aber ganz warum setzt du dir nicht wenn du ein ganz dicht bist du nimmer, wenn du die NATO als Kriegsverbrecher bezeichnest. Wolfgang. Die haben seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr geführt. Wo soll Na, sie waren nie in Serbien. Stimmt, sie haben nie Serbien bombardiert, ohne Sicherheitsratsbeschluss. Haben sie nicht. Sie haben nie Libyen bombardiert, ohne Sicherheitsratsbeschluss. Sie haben nie den Irak bombardiert, ohne Sicherheitsbeschluss. Und du, weißt was, setz dir einen Helm auf. Ja. Du bist ein Medienkrieger, aber dann solltest du wie jeder Soldat einen Helm aufsetzen und dann vollziehst du die transatlantische Agenda. Das ist ja wunderbar. Aber du musst die Wahrheit suchen, guter Mann. Den Kriegsaggressor Putin derzeit mit der NATO gleichzusetzen, das ist Problem. So, ja, also, du bist dran. Ich finde, angesichts dessen, dass wenige 100 Kilometer von diesem Studio entfernt in dieser Sekunde Menschen sterben, dass bei lebendigem Leib, das haben wir erfahren, Kinder verbrennen aufgrund des Angriffskriegs von Putin, sich jetzt hinzusetzen und als Ausrede, nachdem man offenbar 3 Kilo Kreide gefressen hat seit der letzten Woche, jetzt zu versuchen abzulenken und zu sagen, naja, aber die NATO hat auch irgendwann einmal irgendwas gemacht. In Libyen. Unglaublich. Ja. Wirklich eine Frechheit. Und Herr Gross, wenn Sie sagen, Sie sind kein Putin-Versteher, dann würde ich Ihnen empfehlen, einmal aufzuhören, beim Putin-Propagandasender RT Deutsch aufzutreten, der jetzt in Europa Gott sei Dank verboten wird, weil das haben Sie vor ein paar Tagen noch herumkupft als Marionette von Wladimir Putin und haben sich hoffentlich gut bezahlen lassen dafür, dass Sie seine Propaganda verbreiten. Da auf in letzte Woche, hören Sie auf, also Ö24 mit RT Deutsch zu vergleichen, ist eine Frechheit. Ich trete heute in Ukrainski TV. Du bist nicht mehr ganz bei Gross. Ist in Ordnung. Nein, komm, das ist ja überhaupt kein Problem. Herr Gross, bitte pass auf, wir schätzen dich alle und da gibt es ja viele Zuschauer, die dich so schätzen. Aber wenn du so weiter tust, verspielst du in den nächsten 10 Minuten dein ganzes Renommee. Ich bin der Wahrheit verpflichtet, nicht den Amerikanern und nicht den Russen. Sebastian, du bist am Wort. Also, ich finde, man muss hier zwei Sachen differenzieren. Auf der einen Seite, wir können natürlich eine Geschichtsforschung betreiben, das halte ich auch immer für eine gute Sache, aber unabhängig davon, was vor 30 oder 20 oder 10 Jahren irgendwem versprochen wurde, muss man aufpassen, dass man in der retrospektiven Betrachtung nicht eine Rechtfertigung für die Gräueltaten der jetzigen Zeit macht. Stimmt. Sie sind aber vor einer Woche hier gesessen, haben sich als der große Putin-Versteher gegeben, sind 3 Tage später in der Propagandasendung von Putin aufgetreten und haben damit was gemacht? Sie haben die öffentliche Meinung dahingehend beeinflusst. Ich habe Ihre Tweets gelesen, Herr Gross. Sie haben da geschrieben, jedes einzelne Todesopfer geht aufs Konto von NATO und USA. Das ist schändlich. Das ist missbräuchlich, was es Sie machen. Das ist Propaganda. Es ist auch dumm, aber es ist ja nicht, der Gerald Gross ist ja kein blöder Mensch. Gerald Gross ist ein gezielter Grenzüberschreiter. Und das, was er hier macht, ist, Partei zu ergreifen, gemeinsam mit den Covidioten auf der Straße, wo wir jetzt auch Putin-Fahnen sehen, Partei zu ergreifen wie Herbert Kickl und zu sagen, na, wir sind die Putin-Versteher. Weil er sich davon erhofft, vielleicht, dass er 1, 2 völlig verwirrte Leute am Wahltag für seine Präsidentschaftskandidatur mobilisieren kann, was nicht funktionieren wird. Aber in der jetzigen Situation darf man aus meiner Sicht angesichts der Schreckensbilder, die wir erleben und der Fakten, die es gibt, nicht der Meinungen, nämlich dem Faktum, dass da eine Supermacht nicht nur mit der vollen Armee reinfährt, sondern auch noch uns Europäern mit Atomwaffen droht, vollkommen ungeniert, dann ist jetzt kein Raum mehr dafür zu diskutieren, ob vor 20 Jahren die NATO irgendjemandem irgendein Versprechen gegeben hat, was sich übrigens im Nachhinein auch noch als Lüge von ihnen herausstellt. Und wenn man wirklich versuchen möchte, eine retrospektive Geschichtsforschung zu betreiben, was ich gut finde, was ich glaube ich auch für legitim erachte, dann muss man immer aufpassen, dass man mit der Rückwärtsbetrachtung nicht Gräueltaten im Hier und Jetzt legitimiert. Weil das, was jetzt gerade passiert in der Ukraine, ist nicht zu legitimieren. Und ich habe Freunde und Bekannte, die jetzt gerade in großer Zahl fliehen. Herr Gross, lass uns bitte ausreden. Die jetzt in großer Zahl nach Polen, nach Tschechien und so weiter fliehen, die Angst haben, die alles verloren haben, die wir jetzt aufnehmen und dann muss ich von Parteifreunden wie Ihnen lesen, von Herbert Kickl, wir sollen diesen Leuten nicht helfen, die sollen quasi auf sich selbst gestellt sein. Und das ist etwas, da muss ich Ihnen wirklich sagen, Herr Gross, da verspielen Sie nicht nur Ihr Renommee, das ohnehin nicht mehr viel da war, sondern verlieren Sie auch den Anspruch, ein Patriot zu sein. Weil ein echter Patriot verhält sich in so einer Situation nicht so schändlich, wie Sie es machen. So, bevor wir die Frage diskutieren, die durchaus einen richtigen Punkt bei dir hat, nämlich ob diese Frage des NATO-Beitritts und die Art und Weise,
Weise, wie die NATO sich in den Osten vorgearbeitet hat, ob die hier nicht eventuell den Krieg mitbefeuert hat. Aber bevor wir das tun, möchte ich schon noch einmal den verzweifelten Versuch unternehmen, deine Präsidentschaftskandidatur zu retten, indem ich noch einmal versuche, von dir zu erfahren, ob du diesen grauenvollen Angriffskrieg, dieses durchgeknallten Herrn Putin verurteilst oder ob du sagst, das ist eine logische Folge, da sind auf beiden Seiten Kriegsverbrecher und jetzt duscht's halt. Das ist ja nicht ganz dich. Also wenn meine Präsidentschaftskandidatur von dir abhängig ist, dann bin ich rettungslos verloren. Das ist einmal das Erste. Der zweite Punkt ist, was willst du? Also du sitzt hier mit dem Born Männer als das Weltengericht der moralischen Erhabenheit, der europäischen Herrenmenschenmentalität, die jetzt urteilt über Gut und Böse in dem Land. Ich habe gesagt, ein Angriffskrieg ist widerwärtig, ein Angriffskrieg ist verachtenswert. Offenbar willst du das von mir in der Dauerschleife hören. Ich soll mich vor dir nackt ausziehen, die mich auch peitschen natürlich, mich selbst geißeln, dann bist du zufrieden. Nein. So wie man die Netrebko jetzt bei der Bayerischen Oper raushaut, so überzeugt es wieder wie 2015. Sie sind aber nicht das ist ja nichts Neues. Herr Kraus. Ich möchte auf etwas anderes gehen. Es ist klargestellt, dass ich einen Krieg niemals unterstützen kann. Es ist klargestellt, dass ich einen Krieg widerwärtig empfinde. In der Ukraine, in Libyen, in Syrien, im Irak. Ich finde ihn überall, wo Krieg entsteht. In Afghanistan, am Hindukusch, wo zur Stunde die Taliban Leute den Menschen den Kopf abschneiden. Ich finde, wo Krieg entsteht, er ist widerwärtig. Und es hat im 21. Jahrhundert keinen Platz. Aber der Herr Dr. Born-Männer erzählt so viel, was nicht stimmt. Und da komme ich jetzt zu deiner Frage. Außenminister Baker hat damals in einem Gespräch in mehreren Verhandlungen mit Helmut Kohl, Kanzler der Einheit, und Hans-Dietrich Genscher, es ist in den Memoiren von Genscher auch vermerkt, den Satz geprägt, no inch more. Und zwar no inch more, die NATO darf sich über Berlin, über die Grenze Berlins nicht hinaus erweitern, und der US-Außenminister Baker unter der Regierung Bush-Vizepräsident, Reagan-Präsident, dann Bush-Präsident, hat damals der russischen Seite und auch der deutschen Seite bei der Wiedervereinigung signalisiert, es darf zu keiner Ausweitung der NATO kommen. Es ist passiert. Kollege Wehrschütze, ein wirklich toller Journalist, im Übrigen vom ORF, ich glaube der Einzige, der objektiv imstande ist, aus der Ukraine gerade zu berichten, postet vor wenigen Tagen eine ganz nette Karikatur. Ich meine, Spaß ist in diesen Zeiten nicht angebracht. Glaube ja. Wo Tom und Jerry quasi die Maus dem Hund eine, die Maus ist die NATO, dem Hund den Russen eine auf den Hintern gibt und dann das Stöckerl der Katze in die Hand gibt und dann kommt es, die NATO provoziert und dann kommt es zu einem Krieg zwischen der Ukraine. Das ist Legitimationsgeschichte. Nein, das ist keine Legitimationsgeschichte. Das ist intellektuelle Redlichkeit und Genauigkeit. Nein. Und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit stirbt in einem Krieg zweifelsohne. Ich merke es ja bei euch beiden, ihr seid ja vernebelt. Ihr zieht eure Agenda durch. Ich habe keine Agenda. Meine Agenda ist, ich gehe zu allen Sendern, ich gehe auch zu dir. Meine Agenda ist, Österreich muss neutral bleiben. Neutralität bedeutet, einen Krieg zu verurteilen. Neutralität bedeutet aber auch zu helfen. Neutralität bedeutet aber nicht, in Weltkriegsrhetorik zu verfallen und schon gar nicht Kriegsmaterial zu liefern oder sich an einem Wirtschaftskrieg zu beteiligen. Und das ist die Neutralität. Bedeutet zuzuschauen, wie dein wahnsinniger Putin die Ukraine niedermetzelt. Bei aller Wertschätzung, ich weiß nicht, bist du Putin begegnet? Na, okay. Dann, was habe ich damit zu tun? Wie kommst du ich drauf, sage nur, wie kommst du drauf, Neutralität. Wie kommst du drauf, dass das mein Putin wäre? Tut, bedeutet Neutralität zuzuschauen, wie Putin und seine Mega-Armee ein kleines Land, sprich die Ukraine, niedermetzeln. Ist das Neutralität, dass man da zuschaut? Ist Neutralität, sich in einen Krieg einzumischen? Die Gegenfrage. Ist, soll man zuschauen? Na, ist die Gegenfrage. Soll man zuschauen? Ist man bei Neutralität, wie es die Schweiz im Ersten Weltkrieg gemacht hat, im Zweiten Weltkrieg gemacht hat? Moralisch muss man sich auf jeden Fall. Man kann sich moralisch immer äußern. Also ich sage dir, auf deine Frage, ich bin stolz, heute Europäer zu sein. Bin detto. Weil ich bin der Meinung, die Sanktionen, die die EU gemacht hat, von denen ich am Sonntag noch geschrieben habe, dass sie lächerlich sind, weil sie ja erst am Sonntag dann wirklich in Kraft getreten sind, sind wirklich erste Klasse. Aber noch viel wichtiger ist, dass sich Europa hier einig gezeigt hat, bis zur Schweiz. Genau die Bitte Schweiz. Bis zur Schweiz, wo normalerweise Bagare, wer zahlt, schafft an. Und selbst die sperren den Russen die Konten. Da ziehe ich meinen Hut vor den Schweizern und vor ganz Europa. Und das verstehe ich unter
Position beziehen. Es ist wunderbar, was du sagst, und auch dein romantischer Zugang zu Sanktionen und deine Freude, dass Europa mit einer Stimme spricht, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist nur, man darf sich halt mit Sanktionen nie ins eigene Knie schießen. Weil du wirst deinen Abonnenten erklären müssen, wenn der Gaspreis zum Vierfachen steigt und sie sich deine Abos nicht mehr leisten können. Du wirst ihnen erklären müssen, wenn die Industrie nicht mehr produzieren kann und Arbeitnehmer vor der Tür stehen. Und du wirst erklären müssen, wenn du die Neutralität verlasst, warum österreichische Soldaten plötzlich in einem Konflikt sind. Das habe ich schon letzte Woche gesagt. Sie vertreten die Position Profit over People. Nein. Also im Zweifel soll der Gewinn im Vordergrund stehen. Lieber achten wir darauf, dass wir in Niederösterreich günstig heizen können. Sollen doch die Trottel in der Ukraine sterben. Das ist ihre Mentalität. Sie sagen, lassen wir uns ja nicht darauf ein, den Putin auch nur ansatzweise die Stirn zu bieten. Nicht auf militärischer, aber auf wirtschaftlicher Ebene. Dort, wo wir als Europa stark sind. Weil er könnte uns ja bestrafen. Und sie interpretieren Neutralität offenbar so, dass man wegschaut, wenn Menschen abgeschlachtet werden. So ist Neutralität nicht zu verstehen. Das ist auch nicht das Verständnis der Österreicherinnen und Österreicher, Herr Gross. Sie verabschieden sich hier, weil die österreichische Nation war immer eine, die über die Jahrzehnte klar Position bezogen hat. Wenn an den Grenzen oder im grenznahen Bereich, zum Teil sogar über tausende Kilometer entfernt, Menschen gefährdet wurden, waren wir solidarisch. Wir haben geholfen, wir haben sie aufgenommen, wir haben ihnen geholfen und so weiter. Wir werden doch jetzt gerade in der Ukraine nicht wegschauen, wenn 400 Kilometer von diesem Studio entfernt Bomben fallen auf unschuldige Menschen, wenn Leute niedergemetzelt werden, nur deswegen, weil jemand seine Großmachtfantasien durchsetzen will. Und wenn Sie sich da jetzt hinsetzen und sagen, ihr müsst den Putin schon verstehen, der Grund dafür, warum er das macht, ist eigentlich die NATO, dann machen Sie nur eines, Herr Gross, Sie spielen auf seiner Propagandaorgel, damit die Leute Verständnis zeigen, damit die Regierungen in Europa unter Druck geraten, damit sie diese Wirtschaftsaktionen nicht machen, damit sie eben dem Nehammer unter Druck setzen und sagen, du Corley, wir wollen nicht so viel Gaspreis zahlen, weil ich will am Schluss der Trottel dafür sein. Das ist ihre Propaganda. Und ich weiß, Herr Gross, bis heute bin ich davon ausgegangen, dass sie sich dessen bewusst sind und bewusst dieses Spiel mitspielen. Jetzt muss ich im Zweifel für sie Partei ergreifen und hoffen, dass sie nicht verstanden haben, was für eine Marionette sie in den letzten Tagen geworden sind. Na, sie bedienen die Propagandamaschinerie. Herr Dr. Bornmänner, machen Sie sich um mich keine Sorgen. Herr Dr. Bornmänner, ich will keinen Krieg. Ich will Frieden. Ich will Waffenstillstand und ich will die Beendigung dieses Konfliktes. Und ich will, dass Österreich neutral bleibt. Waren Sie beim Bundesheer, darf ich Sie fragen? Nein. Gut, also Sie sprechen von Dingen, die Sie nicht wissen. Schauen Sie, ich habe an meinem letzten Herr Gross, Tag beim Sie Bundesheer... Sie sprechen von Studien... Ich habe an meinem letzten Tag, Herr Dr. Bornmänner, ich habe an meinem letzten Tag meines Bundesheereinsatzes diese Medaille bekommen. Da steht drauf, für die Republik Österreich... Das war das Einzige, was Sie absolviert haben. Herr Gross, stets bereit, dann rücken Sie doch ein, dann gehen Sie doch in die Ukraine, wenn Sie so großer wehrhafter Soldat sind. Ich habe meinen Eid darauf geschworen, währenddessen Sie irgendwo auf Schreibtischen Ordner geschwungen haben und gedreht haben, habe ich meinen Eid geschwungen, mein Land zu verteidigen. Und das machen Sie am Propagandasender von Russia Today, oder was? Ich habe aber nicht geschworen, mein Land zu verteidigen. Das ist Neutralität? Wenn es sich subjektiv in einen Krieg einmischt, Partei ergreift und am Ende sogar Österreich in Gefahr bringt. Ich habe den Eid geschworen, auf die Republik Österreich sie zu verteidigen, wenn unsere Souveränität verletzt wird. Und ich verteidige diese. Ich fasse mein StG 77 aus, so wie ich den Eid geschworen habe. Sie sind untauglich. Ich habe aber geschworen, nein, ich war es im Gegensatz zu Ihnen, weil ich es eben nicht. Inzwischen sie sind untauglich. Bis heute Schauen Sie untauglich. Spiegel, Sie sind mittlerweile nicht nur psychisch, sondern sogar physisch komplett untauglich. Und daher, weil mir so viel an dem Land liegt, bin ich gegen Krieg und schon gar gegen eine Involvierung Österreichs in den Krieg. Du bist Gerald, du bist allen Ernstes der Meinung, dass die Sanktionen, die die EU und insbesondere Österreich mittragend ergriffen hat, gegen die Russen falsch sind? Ich bin der Meinung, sie sind nicht falsch. Sondern? Ich verstehe das aus der Emotion heraus, in der ersten Situation aber auch unter dem Eindruck. Na warte, lass mich ausführen. Ja. Wir sind in keiner Inquisition. Bitte. Wenn du ein KGB-Verhör haben willst, dann geh zu deinem Freund Putin, der erklärt dir, wie das geht. Wir sind in einem TV-Studio. Also da kannst du uns dann von Russia Today sagen, wie ein KGB-Verhör ausschaut. Also bitte. Wenn du dein Drehbuch von Joe Biden bekommst, ihr seid ja glaube ich kein Alter, ist in Ordnung, tragt wahrscheinlich die kleinen Windelbeutel, ist auch in Ordnung. Aber du. Sag deinen Satz fertig, bitte. Ich sehe es nicht ein, dass wir mit einem Großteil dieser Sanktionen in Wahrheit uns in Europa selbst schädigen. Das ist der erste Punkt. Ich sehe es nicht ein, dass wir als Österreich bei Sanktionen mitmachen, die ja in Wahrheit
nichts anderes sind als eine völkerrechtswidrige Antwort auf einen völkerrechtswidrigen Angriff. Die Sanktionen sind einseitig ohne UN-Sicherheitsbeschluss auch völkerrechtswidrig. So werden sie nach internationalem Recht klassifiziert im Übrigen. Völlig Unsinn. Ich sehe nicht ein, dass wir am Ende unsere österreichischen Betriebe, unsere österreichischen Arbeitnehmer in Gefahr bringen in dieser Situation. Nur, damit nach 24 Monaten der fetten Gewinne für die Pharmaindustrie, die Sie vertreten haben, ihr, jetzt die Waffenindustrie die fetten Gewinne macht. Ich blicke nach Deutschland und sehe, dass Deutschland keinen Cent für ein Spital hatte die letzten 2 Jahre, aber jetzt 100 Milliarden für eine Aufrüstung. Und ich bin nicht für den Kalten Krieg. Ich bin nicht für das Wettrüsten. Man kann mich als Pazifisten beschimpfen, wie man will. Ich bin für eine Stärkung des Bundesheers. Ich bin für eine Stärkung der Landesverteidigung. Aber nicht, weil in Österreich unser Heer hochgerüstet wäre, sondern weil man es zu Tode gespart hat seitens der Regierung, die Sie vertreten. Ich glaube, da waren einige FPÖ-Minister dabei, oder? Ich bin nicht dafür, dass wir uns beteiligen an Waffenlieferungen der EU in die Ukraine, die beschlossen worden sind, wir dadurch zur Kriegspartei werden, sondern ich bin dafür, dass Österreich seine Neutralität ausnutzt und zu Friedensverhandlungen lädt und diese einleitet, wenn wir ein internationales Vertrauen hätten. Kreisky und Mock hatten das, also, Nehammer und die ganze Bagage hat es nicht mehr. Darüber reden wir gleich, Gerald Gross sozusagen mit seinem Wunsch ans Christkind und seinem Wunsch nach Friedensverhandlungen, den wir ja alle teilen, hoffentlich noch vor dem Christkind. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann werden wir diesen starken Sager vom Herrn Gross einmal durchanalysieren, nämlich, dass er dagegen ist, dass Österreich sich an den Sanktionen der EU beteiligt. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, da gehen jetzt die Emotionen hoch, nicht nur bei uns im Studio, sondern auch bei Ihnen zu Hause. Gerald Gross provoziert wieder mal, dass die Wände wackeln. Jetzt als Putin-Versteher und als NATO-Kriegsverbrecher. Glaubst du, dass das mit der Wiederholung, meine, dass es hängen bleibt, NATO oder was? Kriegsverbrecher zu beschimpfen. Nein, ich glaube, das ist historische Wahrheit, oder? Naja, das ist historische Wahrheit. Sei froh, dass ich dich nicht mit Russia Today gleichstelle. Ja, du schrammst aber heute knapp vorbei. Ja? Ich glaube nicht, da liegen Welten dazwischen, lieber Freund. Auch wenn du dort so wie bei uns auftrittst. Aber nichtsdestotrotz, lieber Sebastian Bornmänner, deine Sicht der Sanktionen. Ich habe gerade vorher gesagt, ich bin stolz, Europäer zu sein, dass sich hier ein ganzer Kontinent bis zu den neutralen Schweden, bis zu den neutralen Finnen, bis zur neutralen Schweiz auf doch sehr harte Sanktionen verständigt. Und dazu gleich die Frage, werden diese Sanktionen Putin in die Knie zwingen? Ich glaube, dass sie ihn wesentlich härter treffen, als er am Anfang geglaubt hat. Wir sehen, dass das nicht nur einige Oligarchen, die ja jetzt um ihr Vermögen zittern, beginnen, ihn in Frage zu stellen. Das darf durchaus als eine Erschütterung der Macht gewertet werden. Man sieht, wie sehr der Rubel unter Druck geraten ist, wie stark die Wirtschaft dort unter Druck gerät. Das hat auch Auswirkungen auf österreichische Unternehmen, aber primär vor allem auf die russische Wirtschaft. Und ich glaube, dass er das auf lange Sicht gesehen nicht durchhalten kann. Ich glaube, das Kalkül von Putin ist eindeutig, dass er geglaubt hat, er kann der blitzkriegartig in die Ukraine einfallen, kann die innerhalb von wenigen Tagen überfallen, kann Fakten schaffen, kann sich dann quasi wieder rausverhandeln, vielleicht sogar noch ein paar à la Erdogan, ein paar Milliarden europäisches Steuergeld mitnehmen, damit er dann wieder abzieht und dort eine Marionettenregierung installiert. Und das gelingt ihm auch, wenn Propaganda auf offene Ohren trifft und wir in Europa jetzt nicht solidarisch und vor allem geschlossen da sind. Wenn er es schafft, uns zu spalten, wie er das in der Vergangenheit immer wieder gemacht hat und immer wieder auch seine wirtschaftlichen Möglichkeiten mit Verbindungsleuten. Schröder zum Beispiel. Genau, aber auch Schüssel oder auch Kern. Kneißl darf man nicht vergessen. Die Kneißl ist großartigste Außenministerin aller Zeiten. Das ist eine Kolumnenpartnerin von Gerald Gross bei Russia Today, also liegt ja dort auch im Staccato auf. Ja. Aber der Punkt ist, er hat sehr, sehr gut geschafft, in den letzten Jahren seine wirtschaftliche Macht da auch zu nutzen. Die Oligarchen haben sich in Österreich ja auch im großen Stil eingekauft und in der Schweiz und in allen anderen Ländern. Und ich glaube, das, was ihn am härtesten trifft, weil am Ende des Tages darf man eins nicht vergessen, es geht natürlich vordergründig um Ideologie und Putin hat das schon seit 20 Jahren geplant, aber es geht am Ende des Tages immer um Geld. Es geht immer um Geld und um Macht. Und du das, sagst, was er
Putin hat sich verspekuliert. Ich glaube, zumindest bis heute. Erstens mal, ich glaube nicht, dass er wirklich gedacht hat, dass wir in Europa so geschlossen reagieren werden. Und ich glaube, da waren einige Europäer selber überrascht. Und wenn man sich anschaut, was Olaf Scholz jetzt in Deutschland macht, nämlich wirklich von einer Zeitenwende zu sprechen, ich finde, er hat vollkommen recht. Es wird die Zeit in Europa nie wieder die gleiche sein wie jetzt nach Russland. Weil wenn es jemals eine Chance gab, ich erinnere, 1998 hat es Verhandlungen gegeben, dass Russland der NATO beitritt. Okay? Das ist vorbei. Ab jetzt wird jetzt wird erst so richtig... Zurückgeschossen, gell? Jetzt wird zurückgeschossen. Na, sagen Sie es doch. Ich beende meine Sätze gerne selber. Ja? Na, Sie wollten es doch. Jetzt werden die europäischen Staaten ihre Integrationsprozesse vorantreiben. Ihnen wird das Lachen noch vergehen. Wie man angesichts von verbrannten Kindern 400 Kilometer vom Studio entfernt so deppert lachen kann wie Sie heute, das verstehe ich überhaupt nicht. Aber wie auch immer, auch Sie werden noch weinend verstehen, dass Putin nicht Ihr Freund ist und es nicht gut mit uns meint und dass wir Österreicher uns in dem Fall auf keinen Fall neutral verhalten. Lieber Gerald Groß, Frage an dich. Ja. Vor einer Woche, als du hier als Putin-Versteher aufgetreten bist, willst du das noch einmal sagen? Hättest du dir damals gedacht, dass Putin tatsächlich mit aller Brutalität in der Ukraine einmarschiert? Nein. Hättest du dir das gedacht? Nein. Hättest du dir ferner gedacht, dass er nach 3 Tagen eigentlich schon halb gescheitert ist, weil der Widerstand in der Ukraine so stark ist, dass er offenbar nicht vorankommt? Und hättest du gedacht, dass er möglicherweise sich selbst so erschüttert, dass es durchaus zu einem Aufstand in der Sowjetunion kommen kann und dann ist er weg, wie wir an den ersten, sagen wir, sehr, sehr kräftigen Wortmeldungen von Oligarchen schon erkennen können? Also zur ersten Frage, hättest du dir gedacht, dass er einmarschiert? Nein. Ich hätte nie damit gerechnet. Warum? Ich bin genauso überrascht wie alle anderen, weil ich es für Säbelrassen gehalten habe, für eine Eskalationsstufe, um zu Verhandlungen zu kommen, weil ich es eher für einen diplomatischen Hilfeschrei, jetzt ohne Sympathien auszudrücken, gehalten habe. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er einmarschiert. Okay, da sind wir beide auf einem Punkt, ja? Mhm. Naja, Entschuldigung, wenn wir gewusst hätten, dass er einmarschiert, wie Mangot das letzte Mal gesagt hat, in der Zeit von Bild 2, hätten wir vielleicht mehr verhandeln müssen. Mangot selbst, als Russlandversteher, ich bin jetzt unlängst als Mangold tituliert, dafür entschuldige ich mich, das war ein Versprecher, hat selber gesagt, wenn man das gewusst hätte, hätte man mit der Ukraine ganz anders reden müssen, auch was Neutralität betrifft. Das wäre nämlich der letzte Joker zur Verhinderung des Krieges gewesen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ob ich damit gerechnet hätte, dass quasi der russische Angriff in Stocken gerät. Vorerst einmal in Stocken gerät. Also ich habe mich vorgestern mit Hofbauer Generalmajor des österreichischen Bundesheers Planungssicherheit unterhalten, in Servus TV, nicht Russia Today im Übrigen, der sagt, er kommt mit 2 km/h in der Stunde voran. Er hat 2 Reserveeinheiten. Es ist keine Frage, dass er nicht militärisch überlegen ist. Und er schätzt eher, dass Putin darauf ganz abzielt, ja, keine Bilder, schrecklichen Bilder zu überzeugen und daher versucht, nicht die totale Konfrontation herbeizuführen. Und zu deiner dritten Frage, wie es mit Russland, mit dem inneren Widerstand aussieht, habe ich mit einer russischen Journalistin vor wenigen Tagen, im Gegensatz zu Ihnen, war in Russland und in Kiew auch, also ich weiß, ich bin dort nicht. Das ist ja kein Wunder, dass Sie das hier auskennen. Männer, nehmen Sie den Vorwurf zurück, ich wäre von Putin bezahlt. Also das nehme ich zurück. Sie sind nur Propagandist. Okay, unbezahlt. Danke. Noch schlimmer. Sie sind so denkbar, dass Sie der unbezahlte Propagandist von Putin sind. Dann hätten wir das auch. Jetzt klar? In Ihrer Notnahme ist wieder alles in Ordnung. Das doch. Und der dritte Punkt schon dreimal angekündigt, ist. Und der dritte Punkt ist. Na, Sie verlieren ja alle. Ja, ja, der dritte Punkt ist. Und er muss immer zahlen. Ja. Der dritte Punkt ist. Der dritte Punkt ist folgender. Wie sieht es in Russland selbst aus? Das ist aus meiner Sicht eine sehr verworrene Geschichte. Wir können uns da in Wahrheit auf nichts verlassen, was uns die Medien leider liefern. Gibt es den Widerstand, wie er dargestellt wurde, oder gibt es das, was die russische Journalistin, die Kreml-kritisch ist im Übrigen, die auch erst vom Kreml rausgeworfen wurde und jetzt Korrespondentin in Deutschland ist, die eher meint, nein, das russische Volk steht dahinter, weil die Propaganda auch so stark ist. Und so stellt sich die Situation dar. Ich möchte etwas ganz was anderes sagen, weil es vorher von der Einheit Europas ausgegangen worden ist. Also es gibt keine Einheit Europas, spätestens seit vorgestern, seit Ursula von der Leyen im Alleingang der Ukraine den sofortigen EU-Beitritt in Aussicht gestellt hat. Nein, es gibt keine Einheit Europas, wie gestern Zelensky sofort einen Beitrittsantrag unterschrieben hat, denn kein europäisches Land will den Beitritt der Ukraine in der Europäischen
Union. Und nein, es gibt auch keine Einheit. Und nein, es gibt auch keine Einheit, was Waffenlieferungen. Und natürlich gibt es auch keine Einheit. Einstimmige Mehrheit für den EU-Beitritt der Ukraine. Wir werden das gleich von unserem Bundeskanzler hören. Ja, aber dann sollten wir überlegen, dann sollten Sie ähnlich ausbauen. Ja, genau. Dann sollten wir überlegen, ob die Europäische Union noch das geeignete Weg ist. Also wenn wir ein kriegsführendes Land, Entschuldigung, bist du wenn wir ein kriegsführendes Land, ein kriegsüberfallenes Land, die Rollen umkehren, die wenn Sie wir ein wenn wir ein Land, wenn wir ein Land im Krieg aufnehmen, doch die Ukraine mit Artikel Wolfgang Fellner, wenn wir ein Land aufnehmen, das derzeit in einen Krieg verwickelt ist, nicht in einen Krieg mit der EU-Charta Paragraph 55 der Beistandsverpflichtung der Europäischen Union, dann sind wir genau dabei, dass alle europäischen Länder in einen Krieg gezogen werden. Also wenn das wirklich passiert, dass die Europäische Union, obwohl andere Länder wie Serbien, Mazedonien etc. seit Jahren auf diesen Beitritt warten, wenn das wirklich passiert, das ist dann ist die Europäische Union keine Perspektive für Europa. Ganz einfach. Das ist ein Akt der Solidarität. Und wenn du sagst, dass die Ukraine kriegsführend ist, dann muss ich an deinen Geisteszustand zweifeln. Sie führt Krieg. Entschuldigung. Nein, sie führt Krieg. Aber sie führt Krieg. Es ist vollkommen egal, wer den Krieg begonnen hat. Nein, es ist nicht sie egal. Sie ist kriegsführend. Herr Groß, es herrscht in der Ukraine. Das Kriegsrecht. Wenn wir ein Land im Krieg in die Europäische Union aufnehmen, sind alle anderen europäischen Länder gemäß der EU-Charta zum Beistand verpflichtet. Damit zieht man Europa in den Krieg. Darf ich dich jetzt etwas fragen? Gerne. Ist die Ukraine von Putin überfallen worden oder hat die Ukraine Putin überfallen? Nein, die Ukraine ist von Putin überfallen worden. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass in der Ukraine das Kriegsrecht herrscht. Und ein Land, das in einen Krieg involviert ist, in die Europäische Union mit der Beistandsverpflichtung der europäischen Verträge aufzunehmen, bedeutet, dass ihr österreichische Soldaten in einen Krieg involviert haben wollt. Dann sagt es! Dass ihr 18-jährige Kinder, Jugendliche in einen Krieg Wir reden nicht von der NATO, ihr Kriegstreiber. Lieber Herr Groß, also ein bisschen ein politischer Profi bist du ja doch. Na, dann sagt es. Und du wirst jetzt von NATO und der EU unterscheiden können. In Nuancen, lieber wirst Freund. Das können? Es ist mittlerweile von der Mitgliedschaft deckungsgleich. Das ist aber so ein Blödsinn. Die Europäische Union wartet auf den NATO-Beschluss, Waffen in die Ukraine zu liefern und Ungarn schert aus. Lieber Gerhard Groß, während du, glaube ich, unsere Zuseher schön langsam dazu bringst, mit faulen Eiern auf den Fernseher zu werfen, um dich zu treffen, Ich glaube, das passiert eher leider nicht. Darf ich dich fragen, lieber Gerhard, wie soll denn jetzt die Perspektive ausschauen? Bist du dafür, dass die Ukrainer die Waffen niederlegen, damit sie nicht kriegsführend sind, sich ergeben und sagen, wir liefern jetzt unserem Präsidenten, die Klitschko-Brüder, wir liefern alles aus, wir ergeben uns, wir werden jetzt eine russische Provinz? Oder wie schaut deine Perspektive aus? Ich bin dafür, dass die Ukraine selbstverständlich ein souveräner Staat auf europäischem Kontinent bleibt. Ich bin dafür, dass es zu sofortigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine kommt mit Friedensverhandlungen. Ich bin dafür, dass die Ukraine sämtliche Ambitionen danach NATO beizutreten oder der Europäischen Union umgehend tilgt. Dafür muss Russland umgehend Sicherheitsgarantien für die volle Souveränität der Ukraine abgeben. Auch ein guter das Punkt. Das gab es schon 1995. Was reden Sie von einem Budapester Memorandum? Sie guter Mann, Herr Dr. Bormena. Was geht, wird er noch unser Bundespräsident. Herr Dr. Bormena, Sie, Herr Dr. Bormena, Männer, Sie klammern mit dem Budapest 95, Sie reden ja so einen Schwachsinn. Klammern das Minsker Abkommen aus. Ich fordere dazu, dass alle Verhandlungsparteien zum Minsker Abkommen und zu der Umsetzung der Punkte des Minsker Abkommens zurückkommen. Das wären die Punkte für Frieden. Und jetzt, Wolfgang, etwas anderes. Ein Satz. Genau das
habe ich vor einer Woche in deiner Sendung gesagt, vor zwei Wochen in deiner Sendung gesagt. Und Leute können sich das alles auf YouTube anschauen. Ja, du hast dann noch geantwortet und gesagt, das ist gar kein interessanter Vorschlag, den du bringst. Aber offenbar ist euer krebsvernebeltes Kurzzeitgedächtnis wirklich nur mehr auf ein paar Stunden beschränkt. Das, was du jetzt gesagt hast, war intelligent. Ich rede wie eine Gebetsmühle. Bitte vielmals. Da hat er gesagt, die NATO muss einmarschieren. Das war ein richtiger, der große Kriegstreiber. Das war ein richtiger Punkt. Wir können es einspielen, oder? Kannst du bitte eine Minute? Das waren richtige Punkte, ja? Ja, so angenommen. Muss ich mich jetzt bedanken bei dir, dass bei dir die Vernunft zu sich breit. Angenommen, das passiert nicht, ja, weil das sind ja Wünsche ans Christkind, ohne den Herrn Putin gemacht. Angenommen, der Putin stimmt nicht zu. Angenommen, die Russen sind nicht zu einem Waffenstillstand bereit, weil es muss ja von ihnen ausgehen, weil die ja einmarschieren und nicht die Ukraine. Also, angenommen, das passiert alles nicht. Die Russen bombardieren Kiew, so wie sie Kharkiv gerade bombardieren. Und der Krieg geht weiter. Was dann? Das ist eine Situation, und ich bin ja nicht auf den Mund gefallen, mit der ich mich geistig nicht auseinandergesetzt habe. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau, das ist das Problem. Ich hoffe, dass aus die Friedensverhandlungen, die gestern initiiert worden sind, dass diese zu einem Erfolg kommen. Ich hoffe, dass man versucht, auch unter Rücksichtnahme oder auf das Eingehen der unterschiedlichen Forderungen, die am Tisch liegen, einen Kompromiss zu finden. Ich hoffe, dass es zu keinem europäischen Flächenbrand kommt. Ich hoffe, zu keiner Involvierung europäischer Staaten, da ja heute die EU-Mitgliedschaft für desaströs, für brandgefährlich, die da gerade diskutiert wird. Und was passiert, wenn Putin nicht zustimmt dem Waffenstillstand und deinen klugen Punkten, die du jetzt hier hast? Wenn Putin diesem Waffenstillstand nicht zustimmt, wenn der Krieg weitergeführt wird, dann ist er eine latente Gefahr. Dann ist er eine latente Gefahr für Europa. Putin ist eine latente Gefahr. Die gesamte Situation ist auch eine latente Gefahr für Europa. Dann verfallen wir tatsächlich in die alten Muster des Kalten Krieges mit einem Krieg auf europäischem Kontinent, der auf 3, 4, 5 oder 8 Jahre dauert, wie in der Afghanistan-Situation. Das wäre der absolute Worst Case. Im Übrigen glaube ich, dass wir mit der militärischen Überlegenheit es zu fürchterlichen Verlusten auch der Zivilbevölkerung in Kiew kommt, in der ganzen Ukraine kommt durch die russische Armee, und das kann sich kein Mensch wünschen. Ich glaube, Putin hat ein Interesse. Sein Interesse sind die zwei Volksrepubliken und die Krim. Das ist einmal eine große Frage, wie man das überhaupt mit der Souveränität der Ukraine in Einklang bringt. Es gibt ein Minzer Abkommen, gute Auswege, wie man die russische Mehrheitsbevölkerung berücksichtigt und auch nicht bombardiert. Und ich hoffe, dass es, wie gesagt, wirklich es zu einem Frieden zwischen beiden Seiten kommt, Ukraine und Russland, und dass sich der Westen tunlichst mit seinen Provokationen endlich zurückzieht. Also du meinst, Friedensverhandlungen intensivieren, für die Ukraine Neutralität anbieten. Ja. Die NATO soll sich zurückziehen und dann Sicherheitsgarantien für die Ukraine als Souveränität. Seitens Russland und dann auch Sicherheitsgarantien seitens Europa für die Ukraine. Sebastian, Es gab 1995 eine Vereinbarung zwischen den USA, Großbritannien, Ukraine und Russland, dass die territoriale Integrität der Ukraine nicht angefasst wird. Und im Gegenzug hat die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben. Aber das ist jetzt relevant. Warum ist das relevant? Wenn die Atomwaffen immer noch in Kiew liegen würden, dann hätte Russland sich nicht einmal getraut, auch nur die Krim zu besetzen. Jetzt haben die das damals 1995 gemacht und haben sich darauf verlassen, dass Russland sich an die Vereinbarungen hält. Okay, hat es nicht gemacht. Jetzt hat Russland zuerst die Krim genommen, jetzt versucht es, zwei Provinzen rauszulösen. Das ist das Gleiche, was sie in Georgien gemacht haben und in vielen anderen Ländern. Das ist eine typische russische Strategie, ihr Imperium zu restaurieren. Wer jetzt glaubt, dass wenn wir Putin nachgeben, nachdem er gerade tausende Menschen umgebracht oder schwer verletzt hat, und wir jetzt sagen, na gut, geben wir dem Putin jetzt bitte die Regionen im Osten, wo mehrheitlich Russen sind, dann wird er schon Ruhe geben, der träumt doch. Das ist doch genau das, was nicht passieren wird. Die Alternative ist, dass wir nicht zulassen, dass ein souveräner Staat, lass es mir ausreden, wir dürfen nicht zulassen, dass ein souveräner Staat
sich von einem Angriffskrieg, von einem Diktator eingeschnappt Wie? Wird. Indem wir die Wirtschaftssanktionen schrittweise ausbauen. Die verpuffen. Nein, die verpuffen überhaupt gar nicht. Herr Kross, Sie haben von Wirtschaft so wenig Ahnung wie von allem anderen. Also bitte, hören Sie auf, drüber zu reden. Ja, also wir haben noch einige Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Sanktionen auszubauen. Na, zum Beispiel den Bezug von Gas, Erdöl und so weiter sukzessive zu reduzieren. Ja. Na, stoppen. Wir können es sukzessive reduzieren. Wir haben Möglichkeiten, das zu kompensieren. Ja. Es gibt inzwischen diese Möglichkeiten. Wollen Sie Möbel einharzen? Nein, oder erstens einmal, Herr Kross, lassen Sie mir ausreden, bitte. Sie haben jetzt auch sehr lange gesagt. Ja? Im Gegensatz zu Ihnen bin ich Ökonom. Sie haben keine Ahnung von irgendwas. Sebastian, sage mal, also Sanktionen verschärfen. Genau, Sanktionen verschärfen. Gaslieferungen zurückfahren, letztlich stoppen, damit die kein Geld mehr schießen wir uns selber ins Knie. Enteignung von russischem Eigentum in der Europäischen Union. Ja. Das bedeutet, alle Oligarchen, das gesamte von sowieso... Ja, gut, das passiert ja gerade. Nein, das in Österreich ist nicht mal ansatzweise. Nein, nicht natürlich. Mal an, aber noch mal schärfer, noch schärfer. Noch schärfer. Und weil du, halb Salzburg kannst sofort vermieten, wenn die russischen Oligarchen mit dem kleptokratischen Vermögen enteignet werden. Schwer übertrieben. Nein, aber ein Viertel wahrscheinlich. Ja. Ja. Wie auch immer, jedenfalls. Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt tatsächlich alle Möglichkeiten... Und wenn das auch nicht hilft? Lass uns mich also bitte ausreden. Sie sind ja wirklich heute komplett durchgeknallt. Das ist eine richtige Frage. Wenn aber ich komme eh zu dem Was Punkt. Was ist, wenn es auch nicht hilft? Genau. Es wird helfen. Nein, es wird bisher helfen. Nicht. Und ich bin der Meinung... SWIFT macht er mit China. Ich bin der Meinung, Sie haben keine Ahnung. Ja. Und ich bin der Meinung, wir müssen den Menschen in der Ukraine im Sinne eines geordneten Flucht in die Europäische Union stärker beistehen, als wir das momentan machen. Ich bin der Meinung, wir müssen Fluchtkorridore eröffnen. Ich bin der Meinung, wir müssen Schutzschilder bieten. Es gibt die offene Grenze. Damit die Menschen... Nein. Aus Kiew kommt inzwischen keiner mehr raus. Bitte, Sie sind so dumm, das ist unglaublich. Ja, aber was wollen Sie? Wollen Sie Soldaten? Wollen Sie europäische Soldaten in die Ukraine schicken? Ich bin der Meinung, dass wir da jedes Instrument, das uns zur Verfügung steht, soll die NATO eingreifen in diesem Krieg? Ich bin Österreicher, das heißt, ich bin kein NATO-Mitglied und ich maße mir nicht an, über die NATO zu sprechen. Ich maße mir an, über die Europäische Union zu sprechen. Sollen die Korridore machen? Soll Österreich Waffen liefern? Ich finde, Österreich sollte zumindest einmal Schutzausrüstung liefern. Hast du einmal Helme und Schutzausrüstung? Jetzt liefern wir PDF-Corona-Masken. Wien liefert, ihr Freund Ludwig liefert, damit wenigstens die Corona-Abstandsmaßnahmen im Krieg eingehalten werden. Das sind Ihre Genossen. Vor zwei Tagen sitzen Sie doch als ehrenamtliches Propagandamaskott bei Russia Today. Und jetzt machen Sie Einsatz. Sie haben vorher schon genug gesagt. Ich nehme, aber wenn du es gerade sagst, die FFP2-Maske. Ich nehme es zur Kenntnis, dass seit vier Tagen Corona überhaupt kein Thema mehr ist. Eigentlich sollte man Putin für den Medizinnobelpreis vorschlagen. Der hat die gefährlichste Säuge des Dr. Barmena ausgerottet. Alles klar. Also, im Alleingang. Ich bin der Meinung, Händisch. Den Fehler, den wir jetzt nicht machen. Jetzt will er für den Nobelpreis vorschlagen. Nicht den Friedensnobelpreis, den hat der Massenmörder Obama gekriegt. Nein, den hat der Massenmörder Obama gekriegt, den Friedensnobelpreis. Hier vom Gesundheitsnobelpreis. Aber verstehst du, was hier passiert? Ja, ja, das ist offensichtlich ein ehrenamtlicher Propagandist von Putin, der nicht nur in seinem Propagandasender auf ist, sondern der hier sitzt und uns erzählt, dass der NATO für Kriegsverbrecher, Obama Massenmörder, aber der Putin, den muss man verstehen. Schauen Sie sich die Opfer an, von Herrn Bush und von Herrn Putin. Arme Putin. Der arme Putin. Und von Herrn Obama und von Herrn Putin. Ich habe nie gesagt, der arme Herr Putin. Ja, ja, die ganze Zeit. Was ist passiert? Glaubst du eher, dass Putin einen Waffenstillstand machen wird und sich zurückziehen wird aus der Ukraine, oder glaubst du eher, dass Putin gestoppt wird durch eine Art Volksaufstand in der Sowjetunion, einmal, so wie wir es in anderen osteuropäischen Ländern ja schon erstens einmal, die Sowjetunion gibt es ja 30 Jahre. Die Resistenz, ja, wenn es nach Putin geht schon. Die Resistenzkräfte der Ukrainerinnen und Ukrainer, die erleben wir jetzt gerade. Diesen Heldenmut, den wir da sehen, das ist eine Mut der Verzweiflung, dass sich Leute sogar den Panzern mit bloßen Händen entgegenstellen, damit die nicht weiterrollen. Das hat er, glaube ich, massiv unterschätzt, wie sehr die Ukrainer um ihr Land kämpfen. Zweitens, ich glaube, Putin hat nicht damit gerechnet, dass er in Wirklichkeit ein europäisches Aufrüsten damit in Gang setzt und wahrscheinlich eine NATO-Erweiterung im großen Stil. Wenn wir uns nach Finnland und so weiter anschauen, die jetzt alle sagen, hurra, Schweden. In die NATO. Genau, die immer gesagt haben, sie wollen nicht mehr, aber die sich jetzt natürlich bedroht fühlen, legitimerweise. Das ist der zweite Effekt. Und das dritte ist, Putin wird das erleben, was die Sowjetunion auch erlebt hat. Er wird einen Zusammenbruch seiner Wirtschaft erleben und dann wird es zu Massenaufständen kommen. Es wurden in den letzten Tagen 6.000 Russinnen und Russen verhaftet. 6.000, die im eigenen Russland, in St. Petersburg, in Kiew und so weiter, in Moskau und so weiter protestiert haben. Der Aufstand der eigenen Leute wird immer größer, weil sie sagen, wir wollen nicht, also da war jede Corona-Demo in Wien größer. 6.000 Leute wurden verhaftet. Da mehr Leute waren bei Corona in Wien Nein, unterwegs. Das ist völliger Unsinn, was sie sagen. Da war es eh dagegen, das weiß ich. Das ist völliger Unsinn.
Demos haben euch nicht gefallen. So. Das ist mir vollkommen klar. Wenn tausende Menschen gegen einen Krieg in Russland trotz der Diktatur auf die Straße gehen, dann ist das wirklich bewundernswert. Wir wundern uns, was alles möglich ist. Wir wundern, was alles möglich ist. Wir wundern uns, was alles möglich ist. Also du glaubst, wenn Putin nicht eine Lösung findet, aus diesem Krieg herauszukommen, dann wird es sehr, sehr blutig werden für beide Seiten, weil die Ukrainer sich so heldenhaft zur Wehr setzen. Und dann bleibt letztendlich nur ein Aufstand in Russland, so wie wir ihn in Rumänien oder anderen Ländern erlebt haben. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Könnte das mit dem Ende von Putin enden. Davon bin ich überzeugt. Weil ja die ersten zwei Oligarchen sich schon abgeseilt haben. Das Ende der Ära Putin wurde eingeläutet. Und der Herr Deripaska ist dann natürlich jemand, der sein Fähnchen ziemlich im Wind hat. Wolfgang, der Putin hat nur eine Chance. Wenn er jetzt sehr schnell, und ich glaube, es müssen 48 oder 72 Stunden sein, es schafft, alle dort auszuradieren. Also Selenskyj, Klitschko und alle, die, es gibt ja inzwischen Influencer, die dort Krieg führen. Es ist ja unglaublich, was wir gerade im Jahr 2022 erleben, TikTok-Krieg. Was gerade passiert. Also, wenn er es schafft, das jetzt alles niederzubügeln, wovon ich nicht ausgehe, ehrlich gesagt, weil dieses Momentum ist vorbei, dann, glaube ich, kann er quasi sagen, okay, so, jetzt habe ich alles niedergebügelt, jetzt können wir uns hinsetzen und verhandeln. Das wird aber nicht passieren. Und deswegen glaube ich, wir haben gerade den Anfang vom Ende des Wladimir Putin erlebt und das ist eigentlich keine schlechte Geschichte. Spannender Schluss von beiden Herren. Wenn Sie mehr von den beiden Herren lesen wollen, dann bitte morgen früh im Supermarkt oder in der Trafik das neue Buch. Groß gegen Bornmänner gibt es jetzt auch in gedruckter Form. Und ab 8. Also April sind wir auf Tour. Ja, und nicht nur auf Tour, sondern man kann das vorher auch lesen. Ab morgen in allen guten Buchhandlungen vor allem, aber in allen Trafiken, in allen Supermärkten. Nächste Woche sind wir wieder da. Schauen wir mal, wie weit dann der Bewusstseinsprozess vom Gerald Groß weiter fortgeschritten ist. Oder vielleicht ist er schon weiter fortgeschritten. Vielleicht gibt es eine Zuschaltung nach Moskau. Ich hoffe, dass sich bis dorthin alles irgendwie ein bisschen in eine friedliche Richtung bewegt. Und das war ja der Konsens heute, auch und bei, Sie den, auch bei Haus, dem riesen Unterschied der beiden Herren. Bei den Imperialisten, bei den Kapitalisten. Waren doch letztendlich beide. Sind Sie bei der Waffenindustrie auf der BRU? Entschuldigung, darf ich bitte? Zuerst waren wir ein Pharmazeut, jetzt ist er Waffendealer. Das Einzige, was uns eint, ist Frieden. Und was doch sehr erfreulich ist, ist, dass beide Seiten so vehement für Frieden eintreten. Und das ist schön an diesem doch nicht gerade sehr friedlichen Abend. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht. Morgen früh ab 8:30 Uhr wieder Sondersendung auf OE24 TV. Bis dorthin.